So, willkommen, willkommen, willkommen zum nächsten Champions League Gruppenspiel. Wir spielen gegen den FC Basel heute. Wir lassen unter anderem als Santon spielen, Konklordorf spielen, Ramsey ist Stamm, Neymar ist dabei, Oxlade-Chamberlain und Gabriel im Sturm mit heute seinem Stammeinsatz. Wir gucken einfach mal, was da so wird jetzt. Und ich bin gespannt. Bin sehr gespannt, was die Mannschaft heute macht. Ja, erster Ball auf Bobadilla. Da muss Koscielny schon hart reingehen. Gibt es die gelbe Karte für Koscielny? Ja. Obwohl ich auch finde, dass das wieder Ball gespielt war. Also ich weiß nicht, wo da die Schiris immer die Fouls sehen. Naja, obwohl, es gibt Freistoß, aber unsere Abwehr ist da. Oder eher gesagt, die Mauer. Gabriel spielt ins Nichts auf Neymar, aber Neymar holt sich den Ball. Wird dann aber direkt von Kirch angegangen. Oh, Bernat jetzt gegen Kirch. Bernat bringt Kirch zum Fallen, war aber legitim. Ramsey bringt den Ball auf Neymar. Neymar direkt auf Conclan. Und Gabriel steht vorne. Spielt ihn außen auf Chamberlain. Der wird abgefangen von Ziegler. Der Ball ist wieder bei Gabriel. Gabriel schießt. Aber Sommer hat den Ball. Warum auch immer da Sommer im Tor ist. Spielt er bei Gladbach und bei Basel gleichzeitig oder was? Ja, der Ball kam leider nicht auf Neymar. Koscielny sehr schön. Sehr aufmerksam. So, Ramsey mit dem Ball auf Gabriel. Kam aber leider nicht an. Conclaw holt sich da sehr, sehr schön den Ball. Gabriel. Conclaw geht vorbei. Macht's. Oder versucht selber. Scheitert aber wieder an Sommer. Ja, ist doch erstmal ein ganz, ganz ordentliches Spiel hier. Gute Züge nach vorne. Gute Balleroberung. Gabriel. Neymar. Neymar geht vorbei am ersten. Scheitert aber an Scher. Ja, Basel auch eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Auch wenn jetzt halt Salah jetzt auf links Mittelfeld spielt und da nur Stärke 70 hat, sollte man ihn trotzdem nicht unterschätzen. Was war das? Und warum ist Bernat nicht... Ach, was zum Teufel? Oh, Koscielny schön gemacht, aber Bobadilla ist trotzdem noch am Ball. Da muss Horn ran. War das knapp jetzt. Und Claw direkt weiter auf Gabriel. Gabriel spielt außen auf Chamberlain. Gabriel läuft weiter in die Mitte. Chamberlain kann laufen. Lauf weiter. Gabriel ist nicht ganz in der Mitte. Fälscht den Ball ein bisschen ab. Wurde aber da nichts draus. So, Neymar jetzt am Ball. Spielt in die Mitte auf Wiltshire. Was macht Wiltshire da raus? Setzt sich da durch, aber gegen zwei Leute ist es halt auch für Wiltshire schwer. Salah jetzt gegen Santon. Macht das sehr gut, Santon, gerade auf rechts. Chamberlain hat jetzt mal ein bisschen Zeit. Was macht er? Versucht den Ball auf Gabriel zu bringen. War aber leider wieder vergebens, da die Abwehr sehr, sehr wach ist gerade von Basel. Und da gab es mal einen Foul. Für uns. Ich glaube es nicht. Wir kriegen einen Foul gut geschrieben. Oh mein Gott. So, Gabriel macht's direkt. Da wäre es sehr, sehr schön gewesen, wenn jetzt Chamberlain an den Kopfball gekommen wäre und den noch abgefälscht hätte. Schuster auf Ziegler. Ja, da sollte Santon eigentlich bei Salah sein. Ja, aber wir haben ja noch mehr Abwehrleute. Chamberlain auf Wiltshire. Wiltshire geht vorbei, bringt den Ball außen auf Neymar. Neymar kommt da auch noch ran. Da kommt Kirch. Neymar gegen Kirch. Neymar setzt sich sogar durch. Bringt den Ball auch noch auf Conclaw. Sensationell. What the fuck? Aus den Drehungen. Präzisen Pass in den Lauf auf Conclaw. Schafft auch nicht jeder. Ist der Ball auf Ramsey. Wieder auf Gabriel. Gabriel auf Chamberlain. Und Chamberlain macht ihn. Jawohl.
Oxlade-Chamberlain, Vorlage von Gabriel. 1:0 hier in der 35. Minute. Kann sich sehen lassen, ja. Doch, kann sich sehen lassen. Ja, 1:0 steht hier für uns. Sehr, sehr schön. 37. Minute jetzt. Aber auch überragend eben gemacht von Neymar. Das war sehr gut. Chamberlain jetzt hier wieder an Schuster vorbei. Spielt den Ball auf Neymar. Ja, Neymar kann sich da aber die ganze Zeit nicht so richtig durchsetzen. Ramsey auf Gabriel. Aber die Abwehr von Basel ist dennoch. Die lassen sich jetzt gerade nicht aus dem Konzept bringen durch das 1:0. Ja, Koscielny versagt gegen Bobadilla. Boah. Und ans Lattenkreuz. Da wird der Ball noch ganz knapp weggebracht. Boah. Da war gerade auch mal eine gute Chance dann für Basel. Sala jetzt mal mit viel Platz gegen Mertesacker. Kommt vorbei. Koscielny an Bobadilla. Und was macht Koscielny da? Da kann er sogar froh sein, dass er keine Karte bekommen hat. Aber es gibt Elfmeter für Basel. Was macht denn Koscielny da? Und 1:1. Ach, Mann. Oh, war das dumm jetzt. Den hätte er auch so noch bekommen. Muss er den umtreten im Strafraum? Ach. Fuck. Gut, 1:1 steht's jetzt. Wir haben ja noch die zweite Halbzeit. Mann, Koscielny, du dummer Idiot. Hat auch Note 5 und ich werde noch auswechseln, weil für Nastasic. Weil irgendwie Koscielny ist überhaupt nicht im Spiel. Ich lasse Bobadilla mal doppeln. Mit dem Rest der Mannschaft wird einfach so gesprochen. Jetzt kommt Nastasic rein. Erstens ist mir das zu heikel mit der gelben Karte. Nicht, dass er noch eine rote kriegt und wir in Unterzahl spielen müssen. Und zweitens, der verschuldete Elfmeter gerade, der war unnötig. Und auch so war er nicht wirklich im Spiel drin. Ne? Aber jetzt mal wieder mit Gabriel. Gabriel geht da schön vorbei am ersten, geht da schön vorbei am zweiten. Macht selber. Ah, ans Lattenkreuz. Schade. War mal eine gute Einzelaktion hier. Ah, da muss Horn rauskommen. Köpft den Ball auch. Ramsey ins Nichts. Conclaw auf Gabriel. Gabriel kann jetzt, er hätte jetzt den Ball schnell machen können. Aber versucht es aber wieder alleine. Macht das auch sehr gut da. Also er ist auf jeden Fall ein ziemlich wendiger Spieler. Ah, die war nicht so gut, die Ecke. Ah, da ist Wiltshire schneller als... Ne, da ist Ziegler sogar schneller als Wiltshire. What the fuck? Ja, jetzt muss die Abwehr schnell zurück. Kommen aber schon ganz viele von uns angelaufen. Sind aber noch im Sprint, aber Santon macht das wieder gut. Gibt zwar das Foul und die gelbe Karte für Santon. Was ich schon wieder nicht nachvollziehen kann. Also irgendwie sind die Schiri hier sehr, sehr zimperlich, was Fouls angeht. Wo war das denn bitte eine gelbe Karte? Also, jetzt mal ehrlich, der war vorher am Ball und... Ne, also ich verstehe das hier einfach nicht. Ja, aber Horn hat den Freistoß, sicher. Sehr schön. Macht doch direkt den Abschluss. Abstoß. Macht das Spiel so schnell. Neymar setzt sich da sehr schön durch. Bringt den Ball auf Chamberlain und Chamberlain hat Platz. Chamberlain kann laufen. Chamberlain kann weiterlaufen. Er hat jetzt alle Zeit der Welt. Und haut ihn drüber. Oh, Mann. Was machst du denn, Chamberlain? Spiel ihn doch mit dem anderen Fuß links vorbei oder so. Ja, war auf jeden Fall wieder sehr stark gemacht von Neymar.
Das jetzt gerade nicht so. Aber Neymar gibt nicht auf. Bleibt am Mann. Und der bringt den Ball eiskalt noch rein, ey. Krass. Ja, 61. Minute. Wir können gleich mal gucken, ob wir irgendwen auswechseln. Ramsey jetzt mit dem Ball auf Gabriel. Ja, Gabriel wird da vorne sehr angegangen. Boah, Neymar setzt sich da wieder sehr, sehr schön durch. Gabriel. Ja, Ball war noch abgefälscht. Geht auf Ziegler. Wilshere setzt sich auch wieder durch. Chamberlain hat jetzt den Platz. Spielt den Ball in die Mitte, aber ja, da sind zu viele von Basel in der Abwehr. Und der alleinige Gabriel da vorne. Oh, jetzt sehr, wir jetzt gerade sehr, sehr offensiv. Kaum einer bei uns in der Defensive. Ramsey. Ja. So, wir gucken mal. Wir wechseln mal Ramsey aus. Für ihn kommt Sané rein. Nastasic auch nicht so im Spiel gerade. Wir bringen erstmal nur Sané rein. Für Aaron Ramsey. Sané hat ja jetzt bis jetzt immer noch positive Akzente gesetzt. Da wird Chamberlain gefoult. Und es gibt auch den Freistoß, obwohl wir wieder am Ball waren. Was ist denn das für ein Vorteil? Also irgendwie ist da was mit der Regel nicht richtig. Jetzt kommt Sané rein. Wilshere geht da schön vorbei. Gabriel stand im Abseits. Schade. Da geht der Ball jetzt mal auf Salah. Er läuft an der Auslinie vorbei. Santon stoppt wieder. Das verstehe ich auch an der KI immer nicht. Die hält immer mittendrin irgendwie an. Aber Horn in der Mitte. Hat den Ball. Aber was war das denn für ein verkackter Kopfball? Mertesacker ist natürlich da. Neymar auf Gabriel. Gabriel wird da gelegt. Ja, und das gibt jetzt auch mal die gelbe Karte. Sehr schön. Und ja, mal Zeit, dass der Gegner auch mal irgendwas bekommt hier. So, jetzt wechselt Basel nochmal aus. Wir gucken mal, wie es mit der Taktik steht. Ne, wir müssen noch keinen decken oder neu decken. Ja, jetzt haben wir Kroos nicht dabei. Aber wir haben Chan. Dann bringe ich mal Chan jetzt für Wilshere. Wohl, bringe ich Chan für Wilshere. Ja, ich bringe einfach mal Chan für Wilshere. Noch. So, Freistoß wird getreten von Gabriel. Geht direkt in die Mauer. Santon steht noch da. Spielt den Ball wieder auf Gabriel. Gabriel bringt ihn durch auf Neymar. Neymar, was macht Neymar? Aber da kommt Sommer. Mertesacker hält den Ball noch warm. Gabriel wieder. Chamberlain. 2:1. Jawohl. Chamberlain mit seinem zweiten Tor im Wettbewerb. Und da springen wir vor Freude durch unseren Co-Trainer durch. Gabriel wieder. Ich hätte Gabriel eigentlich mehr gegönnt, das Tor, aber Chamberlain macht ihn rein. Sehr, sehr geil. 2:1 hier. Jetzt kommt frei rein für Buff. Das heißt, wir müssen neu decken. So. Machen wir das so. Und 82. Minute haben wir jetzt. Wir sind 2:1 oder 1:2 vorne. Was sehr schön ist. Da wird Neymar nochmal umgetreten. Neymar auf Sané. Sané spielt den Ball auf Gabriel. Der kommt aber nicht an. Conclaw. Sehr aufmerksam in diesem Spiel. Gabriel. Er hat es da echt schwer, Gabriel. Schaden jetzt nochmal auf Gabriel. Wird er angegangen und es gibt nochmal den Freistoß. Ist nochmal eine sehr gefährliche Situation da. 88. Minute.
Gabriel wird ihn machen. Na, war aber leider nichts. Sané jetzt am Ball. Na, wusste nicht genau, wo er hinspielen soll. Ja, Abwehr muss zurücklaufen. Nastasic geht jetzt auf Adili. Mertesacker ist bei Bobadilla. Sollte bei Bobadilla sein. Nastasic, Mertesacker, aber Can ist in der Mitte. Sehr, sehr schön. Chamberlain. Sané jetzt auf Gabriel. Gabriel läuft. Geht da oder versucht dann einfach vorbeizugehen und wird da umgerannt. Es gibt die gelbe Karte. Und die rote hinterher für Dragovic. Okay, da holt er sich dann nochmal die gelb-rote Karte ab. Ob das jetzt so worth war, weiß man nicht. Aber naja, ist die Entscheidung vom Spieler, ob er da dann so an den Mann geht. So, nochmal ein Freistoß von Gabriel. Oxlade-Chamberlain. Aber Sommer ist am Ball. Chamberlain nochmal ordentlich was versucht hier. Also nicht zu unterschätzen. So, und das Spiel ist vorbei. Wir haben ein 1:2 gewonnen. Ja, finde ich, sind wir gut zurückgekommen nochmal nach dem Elfmeter. Und ja, kann man machen so. 1:2 ist ein ordentliches Ergebnis gegen Basel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Nachbericht. So, willkommen. Ja, wir haben heute 1:2 gewonnen. 2 Tore von Chamberlain. Koscielny nicht so gut, aber naja. Chamberlain auch Spieler des Spiels. Ergebnisse. Wir sind Erster, wir haben jetzt 3-mal in der Champions League gewonnen. Haben erst ein Tor kassiert in der Champions League. Und ja, die Stimmen waren, Fabian Frey sagt, es ist auf alle Fälle so, dass wir ganz alleine die Verantwortung für die Niederlage tragen. Und Neymar sagt, wir haben am Ende verdient gewonnen, aber trotzdem, Basel war sehr schwer zu schlagen. Ja, und das kann man auch so stehen lassen. Wir haben verdient gewonnen, weil wir waren halt die klar überlegene Mannschaft, aber Basel ist sehr schwer zu spielen. Also, die darf man echt nicht unterschätzen. Ja, das Duell, würde ich sagen, hat heute Bernat gewonnen. Und ich würde sagen, gehen wir weiter.